Vorher aber einmal wollen wir einmal klären, was das Wort Hijra bedeutet und was für Arten der Hijra es gab und was für Formen es des Herumwanderns auf der Erde gibt. Das Wort Al-Hijra kommt im Arabischen aus dem Begriff Al-Hajr. Al-Hajr bedeutet, sich von etwas zu entfernen oder etwas zu verlassen. Etwas verlassen, sich von ihm entfernen oder unterlassen. Das ist das Wort Al-Hijratu im arabischen Ursprung, linguistisch. Al-Hijratu al-Tarku, al-Tark wal-Muba'ada. Die Hijra im islamischen Sinne wird für viele verschiedene Dinge verwendet. Unter anderem, das ist der erste Punkt, die Hijra, also die Auswanderung aus Mekka nach Habascha. Dafür wird das Wort Al-Hijra verwendet. Das war im Jahr, in welchem Jahr war das? Im Jahr 5 nach der Hijra. Dann das zweite ist die Hijra von Mekka zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ich sage nicht vom Propheten nach Medina. Aus einem bestimmten Grund. Weil Medina nicht Grund der Hijra war. Der Grund der Hijra war einfach, zum Propheten sallallahu alaihi wasallam auszuwandern, egal wo er ist, in Medina oder woanders. Deswegen habe ich gesagt, die Hijra von Mekka nach zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das war im Jahr 13 nach der Hijra. Das ist so das Bekannte, was wir unter dem Wort Al-Hijra kennen. Dann gibt es etwas anderes, eine dritte Form der Hijra. Hijratul Qabail ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ich nenne es mal die temporäre oder zeitlich begrenzte Hijra der verschiedenen Stämme zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, sie sind zu ihm gekommen, haben die Scharai gelernt und sind wieder zurück. Die Delegationen, die zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen sind, besonders in dem sogenannten Amul Wufud, das Jahr der Delegationen. Da sind verschiedene Stammesführer in Begleitung zu ihm gekommen, haben Grundlegendes vom Islam genommen und sind wieder zurückgegangen. Das ist die dritte Form oder die dritte Verwendung des Wortes Al-Hijra. Die vierte Verwendung, die Hijra einzelner Personen zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, von Mekka nach Medina und dann wieder zurück nach Mekka. Das ist auch ein Ausdruck. Die fünfte, Al-Hijra min Bilad al-Kufri ila Bilad al-Islam. Die Hijra ist Auswandern aus den Bilad al-Kufr zu den Bilad al-Islam. Al-Mawardi, ein schafiitischer, großer Rechtsgelehrter aus dem 5. Jahrhundert, 400 irgendwas ist er gestorben. Er sagte, wenn der Muslim im Darul Kufr Familien gründet, also er hat eine größere Familie, eine islamische Gemeinschaft, und er ist in der Lage, seine Religion auszuleben. Mit der Religion ist nicht gemeint, man muss verstehen, was hiermit gemeint ist. Hiermit sind nicht die Dinge gemeint, die die kollektive Pflichten darstellen. Hiermit sind Dinge gemeint, die individuell für jeden zur Pflicht gemacht worden sind. Wenn er in der Lage ist, diese auszuführen, Al-Mawardi rahimahullah sagte, dann ist es nicht erlaubt, das Darul Kufr zu verlassen. Er muss dort bleiben. Das ist seine Aussage. Das war die fünfte Sache. Die sechste Sache, eine weitere Verwendung des Wortes Al-Hijra. Hijratul Muslim oder Hajrul Muslim. Hajrul Muslim. Das Meiden eines Muslims wird auch Hijra genannt. Dann gibt es die siebte Form, das nennt man auch Hijra.
das Meiden des Ehepartners. Wie Allah Ta'ala sagt, وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. Nein. Und dann gibt es eine letzte Form, die Nummer 8, und das ist die allgemeinste, der allgemeinste Ausdruck für das Wort Al-Hijra in der Scharia. Und zwar das Verlassen von nicht legitimen Handlungen. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ. Der Muhajir ist der, der verlässt, was Allah verboten hat. Das ist der umfangreichste Ausdruck der Hijra.